Mich würde mal interessieren, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ein kurzes, knackiges Video von einem Batteriewechsel, denn ich habe jetzt keine Bleisäurebatterie mehr, sondern eine G-Batterie. Das Ganze wird jetzt einige verwirren vielleicht, weil ich habe oft die Frage bekommen, ob die Säurebatterie das denn tut und ob das funktioniert, weil diese sind natürlich eigentlich dafür nicht geeignet, um lange irgendwelche Verbraucher zu speisen. Also dazu kann ich nur sagen, bei mir hat das Ganze 2,5 Jahre gehalten und die Batterie ist jetzt auch nicht weggeschmissen, sondern ich habe sie einem Kollegen geschenkt. Der benutzt sie weiterhin in seinem Bus. Allerdings möchte ich euch natürlich auch erzählen, warum jetzt eine G-Batterie. Der erste Grund dafür ist, dass autobatterienbilliger.de mir die zur Verfügung gestellt hat, weil das Solarvideo bei euch so, so gut ankam und da haben die mich ja auch schon unterstützt. Allerdings gibt es natürlich ein, zwei weitere Vorteile von einer Gelbatterie. Die bestehen einfach darin, dass die genau diese Eigenschaft hat, die die Säurebatterie nicht hat. Und zwar ist die eben dafür da, um Verbraucher länger zu speisen. Sie ist nicht so anfällig, also sie ist wartungsarmer als eine Säurebatterie. Und falls ihr nicht den richtigen Platz dafür habt, könnt ihr sie sogar hinlegen, weil es läuft nichts aus, es läuft keine Säure aus und es entstehen auch keine giftigen Dämpfe. Wobei ich bei meiner Säurebatterie auch nie gemerkt habe, dass ich irgendwie schusselig im Kopf wurde oder so. Also macht euch da nicht zu große Gedanken. Ihr könnt eine Säurebatterie benutzen, allerdings müsst ihr da wirklich einfach besser aufpassen, dass sie nicht tiefenentladen wird. Also achtet immer schön auf die Spannung, dass sie nicht zu weit runter sinkt. Benutzt Batteriewächter oder ähnliches. In der G-Batterie habe ich jetzt einige Tests mit der Standheizung hinter mir, ein, zwei Versuche mit der Kühlbox auch schon hinter mir, weil die ist natürlich die Stromfresserin hoch 8 bei mir. Also das hat alles wunderbar funktioniert. Die Spannung war so gut wie immer konstant, obwohl ich die Kühlbox lange laufen hatte. Bei der normalen Säurebatterie hätte ich auf jeden Fall selbst an meinem Spannungsmesser schon gesehen, dass die Spannung eben nachlässt und dass die Batterie damit auch nachlässt. Also man kann sagen, Gelbatterie hat einen gewissen Vorteil. Allerdings muss man auch den preislichen Punkt in Betracht ziehen. Also, mich würde mal interessieren, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Gelbatterie, AGM-Batterie, Starterbatterie, wie auch immer. Vielleicht habe ich ja ein paar Leute, die schon länger Erfahrungen gemacht haben als ich. Und eine ganz Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar ist es so, dass ich wirklich, wirklich viel dazu gelesen habe, zu den ganzen verschiedenen Batteriearten. Und man liest wirklich unheimlich viel unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel möchte ich nochmal anmerken, ich lade sie weiterhin über die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine macht 14,4 Volt. Die Batterie ist angegeben, glaube ich, mit 14,2 bis 14,7 Volt Ladespannung. Klar, man kann jetzt in der Theorie, sagt man wohl, dass die Ladekurve ein bisschen anders ist von der Lichtmaschine und. Aber das sind alles Sachen, die werde ich erst mit längerer Erfahrung wahrscheinlich herausfinden. Und falls ihr auch dazu Erfahrungen gemacht habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein!